Ja, hallo. Danke für die netten Worte. Ja, es geht jetzt zum ersten Mal in deutscher Version um Megatrends. Demografie ist einer der wichtigsten Megatrends in den nächsten Jahren. Megatrends, wir arbeiten eigentlich alles, was wir tun, immer wenn Leute zu uns kommen, sagen wir, wir müssen anfangen, erst über Megatrends zu reden. Und Megatrends sind die wichtigsten Veränderungsbeschleuniger, die in den nächsten 30 bis 50 Jahren überall wichtig werden. Also unser Leben vom Aufstehen über den Weg zur Arbeit bis zu unseren Investitionen tatsächlich beeinflussen werden. Und Demografie verändert in den nächsten Jahren alles. Und Demografie ist einer der zentral wichtigsten Megatrends der nächsten Jahre. Schauen wir mal weiter. Das sind 15 Megatrends und Demografie ist da tatsächlich in der Mitte. Und es gibt natürlich auch sehr viele, es gibt viel Kommunikation zwischen diesen einzelnen Megatrends. Aber ich möchte heute darüber reden, dass Demografie bei vielem, was wir in den nächsten Jahren tun werden und wenn wir uns Aufschluss darüber geben wollen, was tatsächlich an neuen Veränderungen passiert, da steht Demografie ganz stark im Zentrum. Was wir in den nächsten Jahren erleben werden, alle, nicht nur in Westeuropa, nicht nur in Nordamerika, auch in Asien, überall, was wir erleben werden, ist, dass wir aus dieser dreiphasigen Biografielogik, die unsere Großeltern gelebt haben, die wir in den 60er Jahren, in den 70er Jahren gelebt haben, auch noch in den 80er Jahren, dass wir aus dieser dreiphasigen Biografielogik alle früher oder später rausgehen werden. Die bestand darin, dass wir Kindheit und Jugend erlebt haben. Da kann man noch nicht bewusst von Lebensstilen sprechen, aber dann zwischen 23 oder sagen wir 18 und 60 haben wir alle eigentlich, zumindest in der westlichen Welt, in diesen Erwerbsfamilien gelebt. Das heißt, wir hatten einen Job. Das heißt, wir haben in einer Familie gelebt. Es gab damals, in Deutschland kam irgendwann andere Scheidungsgesetzgebung. Da gab es mehr Scheidungen. Wir haben in der Regel eine Ausbildung gemacht, haben in einem Beruf gearbeitet. Und es gab relativ wenig Arbeitslose in den 70er und 80er Jahren, so dass wir tatsächlich in dieser Phase im 20. Jahrhundert relativ stabile Biografien leben konnten und das Marketing eigentlich auch relativ standardisiert darauf reagieren konnte, was 80% der Menschen in dieser Phase zwischen 18 und 60 tatsächlich wollten und sich gewünscht haben. Über 60 war es dann so, dass wir sagten, wir gehen langsam aus unserer Erwerbsphase heraus, merken oder stellen fest, dass wir danach noch 10, 15 gesunde Jahre haben, müssen uns aber dann eigentlich klar machen, dass unser Leben auch endlich ist und bereiten uns sozusagen darauf vor, dass alles etwas langsamer gehen wird. Und wir gehen aus dieser dreiphasigen Logik und wir merken das seit einigen Jahren schon. Es ist uns aber nicht allen tatsächlich bewusst. Wir gehen aber aus dieser dreiphasigen Logik raus und gehen in eine neue Welt. Und die hat ganz stark mit demografischem Wandel zu tun. Reproduktionsphase. Bei deutschen Frauen Mitte der 70er Jahre, also das Durchschnittsalter bei Frauen Mitte der 70er Jahre bei Erstgeburt lag zwischen 24 und 25 Jahren. Heute Durchschnittsalter der deutschen Frau bei Erstgeburt, wer weiß es, wer schätzt mal? 36 wäre eine Katastrophe. Noch schlimmer als in Japan. Da wären wir noch älter als die Japaner. Nein, 30. Und wir sind auf dem Weg, dass es 29 wird, aber das ist demografischer Wandel. Ne? Das heißt tatsächlich, dass wir viel später Kinder bekommen werden und wir machen das aus ganz bestimmten Gründen heraus. Also wir gehen von dieser dreiphasigen Biografielogik, da ist am Anfang bleibt eigentlich alles relativ gleich, gehen wir in eine sechsphasige Logik und da passiert plötzlich viel mehr. Und wir merken, dass wir unterschiedliche Phasen erleben. Und diese erste Phase, die Sie sehen, ist diese Phase der Postadoleszenz. Das heißt, Menschen zwischen 20 und 30, wer ist hier im Raum zwischen 20 und 30? Ich glaube es nicht, dass ich das noch erleben darf, weil immer wenn ich so mit Vorständen und so weiter bei Unternehmen rede, ist es so, dass dann immer einer aufzeigt oder zwei, ne? Wir haben demografischen Wandel und so, man kommt nicht mit 30 in die Vorstände oder in die Führungsposition und einer zeigt dann aufgeregt einen roten Kopf und muss dann Fragen beantworten, die ich ihm stelle. Also das mache ich heute nicht. Also wir merken, Demografie und demografischer Wandel, also die Alterung der Gesellschaft beginnt also tatsächlich nicht nur hinten, am Ende müssen wir darauf achten, sondern vorne. Und Postadoleszenz heißt,
in den USA. Im Moment konkret 40% der Menschen zwischen 20 und 29 oder 30, also die Mehrzahl hier im Saal, kehrt mindestens noch einmal ins Elternhaus zurück. Kann auch sagen, das sind Boomerang-Kids. Die kehren noch mal zurück. Wenn ich das, ich habe Ende der 80er Jahre studiert, wenn ich das gemacht hätte, wäre mir das wie eine Niederlage vorgekommen. Also der Junge macht ein Studium und dann merkt er irgendwie, Konjunktur ist nicht so gut, es hat noch nicht so richtig geklappt mit der Beziehung. Ich gehe noch mal zurück und gehe dann sozusagen mit meinen Eltern so ein relativ strategisches Bündnis ein, dass ich da irgendwie noch mal aufschlage. Wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Heute ist es normal. Heute ist es tatsächlich nicht nur in den USA so, sondern wir merken in allen modernen Ländern, überall dort, wo moderne Staaten entstehen, also auch in Argentinien, in Brasilien, überall haben wir es nachgeschaut, überall dort ist es tatsächlich so, dass die Leute später aus dem Elternhaus rausgehen und mindestens noch einmal tatsächlich dahin zurückkehren. Und wir müssen uns daran gewöhnen. Wir müssen also davon ausgehen, demografischer Wandel führt dazu, dass die Leute, die heute zwischen 20 und 30 sind, komplett andere Bedürfnisse haben als die Menschen, die vor 20 oder 30 Jahren oder vor 40 Jahren zwischen 20 und 30 waren. Und genauso ist es auch in der Rush-Hour des Lebens. Rush-Hour des Lebens heißt dann, wir hatten also, was diese Leute zwischen 20 und 30 vor allen Dingen machen, ist ja eigentlich, sie versuchen permanent das Erwachsensein aufzuschieben. Erwachsensein als Moratorium. Ich habe dafür noch Zeit. Wir leben in der Multi-Optionsgesellschaft und da kann ich ja noch ein bisschen warten. Dann mit 30 merken wir plötzlich, jetzt muss es aber losgehen. Wir sind 30 und wir wollen das meiste Geld verdienen, einen tollen Job haben, guter Papa sein, guter Liebhaber, guter Chef, die tollsten Projekte machen. Selbst jetzt muss es tatsächlich klappen. Und Männer haben das im 20. Jahrhundert auch, die haben das immer so machen können und haben dann so bis 60 so ihre Selbstverwirklichung vorantreiben können. Heute ist es aber so, dass auch Frauen in dieser Phase Familienglück erleben wollen, das meiste Geld verdienen wollen, tolle Projekte machen wollen, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Und das führt bei uns dazu, dass wir alle so zwischen 30 und 55 so nah am Rande des Nervenzusammenbruchs sind, weil einfach da plötzlich ganz vieles geschehen muss und klappen soll und wir haben dafür eine relativ begrenzte Zeit zur Verfügung. Das sind nur 25 Jahre. Und deswegen rennen wir in dieser Phase so hektisch herum und die Leute, die heute zwischen 30 und 55 sind, brauchen vollkommen andere Produkte, haben vollkommen andere Wünsche als die Menschen, die vor 30 Jahren in diesem Alter waren. Und wenn Sie sich demnächst wieder mit Ihren Mitarbeitern zusammensetzen oder neuen Kunden vor sich haben, überlegen Sie sich das mal. Demografischer Wandel heißt, wir werden alle älter auf allen Kontinenten dieser Welt, fühlen uns dabei aber jünger. Trendforscher nennen das Downaging. Es gibt eine Umfrage in Deutschland, die hat ergeben, dass die Deutschen, wenn sie gefragt werden, sich durchschnittlich für 10 bis 15 Jahre jünger halten, als sie tatsächlich sind. Das ist ganz schön. Letztens kam jemand, nachdem ich das erzählt hatte, zu mir und sagte, Herr Wenzel, vielen Dank, das finde ich ganz toll, weil ich habe gerade meine Frau angerufen und ihr gesagt, Schatzi, wir feiern am Wochenende nicht meinen 50. Geburtstag, sondern meinen 40. Ich fühle mich ja angeblich so jung und bin deswegen, habe völlig andere Bedürfnisse, als das früher der Fall war. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und gehen in die Zeit zwischen 55 und 80. Und da stellen wir fest, dass es eine völlig neue Lebensphase, die uns vom demografischen Wandel geschenkt worden ist. Aber wir wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Zwischen 55 und 80 beginnt sozusagen nochmal ein neues Lebensviertel. Und wir wissen überhaupt nicht oder wir haben nicht gelernt, wie wir damit umgehen wollen, wie wir damit umgehen sollen. Und wir brauchen auch da wieder Hilfe, Orientierung. Und wer heute als Produktehersteller, als Hersteller von Dienstleistungen geschickt ist, merkt, dass diese Menschen zwischen 55 und 80 hochgradig interessant sind, weil sie sind time rich, money rich, wie man so schön sagt. Also die haben relativ viel Zeit und denen geht es, wenn sie sich nicht mit dem Problem von Altersarmut rumschlagen müssen, 10-15% in Deutschland müssen das, die haben wirklich diesen time rich, money rich und können tatsächlich ihr Leben genießen. Das sind eigentlich die neuen Premium-Konsumenten. Und so gehen wir auch in eine neue Welt in den nächsten Jahren, wo wir ganz unterschiedliche Jobphasen haben werden.
die Jobphasen oder die Wünsche, die ich als Postadoleszenter oder Emerging Adult, als Boomerang Kid habe, die Wünsche, die ich dort habe, sind entsprechend komplett nicht denen, die ich dann 10 Jahre später habe. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir ganz stark in unterschiedlichen Lebensphasen in den nächsten Jahren leben werden. Und wir werden auch nicht nur in unterschiedlichen Phasen arbeiten, sondern wir werden auch unser Familienleben entsprechend in den nächsten Jahren anders organisieren. Heißt tatsächlich, so wie Sie es hier auch sehen, wir immer stärker merken wir, dass tatsächliches Alter und gefühltes Alter immer stärker auseinandergehen. Die Alten, die sehr Alten, verzerren ihr Alter im Grunde noch mehr. Also die sagen, ich bin zwar 70 geworden, aber fühle mich wie 58. Hat nichts mit Demenz zu tun. Das ist einfach, weil sie tatsächlich das Gefühl haben, sie sind auch gesünder und haben noch einige gesunde Jahre in den nächsten Jahren tatsächlich vor sich. Daraus haben wir vom ITZ eine Lebensstilmatrix entwickelt. Die können Sie sich bei uns anschauen. Da sind noch ganz viele unterschiedliche Lebensstiltypen zu erkennen aus dieser Logik heraus. Aber wichtig ist, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Ne? Zwischen 20 und 30, und Sie können demografische Entwicklung nicht einfach brechen. Zwischen 20 und 30 wird es auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren tatsächlich so sein, dass diese Leute eben einfach später aus dem Elternhaus rausgehen. Wir haben das auch nicht nur für Deutschland oder USA uns angeschaut, sondern auch für andere Länder. Malta ist eine schöne Insel, würde ich auch nicht gerne runtergehen, wenn ich nicht müsste. Also 94% der Leute zwischen 18 und 24 bleiben tatsächlich noch zu Hause. In Italien 87% leben noch bei den Eltern. Mama kocht gut, und der italienische Mann überlegt sich sehr lange, wen er heiratet und wann er rausgeht. In Deutschland ist es aber genauso. 77%, Österreich 76%, Schweiz 75%. Also auch das heißt demografischer Wandel. Nicht nur, wenn es um demografischen Wandel als Megatrend geht, nach den Alten schauen, sondern tatsächlich auch da vorne schauen, dass da tatsächlich sehr, sehr viel in den nächsten Jahren passiert. Und wir merken auch, die kommen immer zurück. Ne? Nicht nur Jungs fläzen sich dann so, sondern es sind auch Frauen, die zurückgehen. 2007 18,5 Millionen der Millennials in den USA waren noch im Elternhaus. 2012 21,6. Hat teilweise mit der Wirtschaftskrise 2007, 2008 zu tun, ist aber nicht der eigentliche Grund. Der Grund liegt im demografischen Wandel, und wir können das nicht verändern. Wir haben in modernen Staaten unseren Kindern, wir haben es selbst so gelebt, klargemacht, dass wir zwischen 20 und 30 das Erwachsensein aufschieben dürfen. Und wenn wir es dürfen, dann machen wir es auch. Ne? Hier. Und man merkt immer in Vorträgen, wenn ich das erzähle und mit meinen älteren Leuten da zusammensitze, dann fallen oft so Steine vom Herzen, weil man die Leute denken dann, nicht nur meiner hockt wieder zu Hause, sondern es sind auch noch andere, bei denen das genauso der Fall ist. Ne? Und das sind Megatrendentwicklungen, die können Sie nicht so einfach brechen. Unverheiratete bleiben deutlich häufiger bei den Eltern. Man ist natürlich auch, wir leben in einer Welt multipler Bedrohungen. Also auch das führt dazu, dass man dann eher ein bisschen defensiv tatsächlich ist. Es gibt für Ostdeutschland gibt es auch noch besonderen, 54% der Eltern leben mit Trauschein, aber der Rückgang ist auch hier ganz deutlich. Ganz wichtig ist, in den nächsten Jahren werden wir auch sehen, dass immer mehr Menschen in mehr Generationen haushalten, also auch diese Emerging Adults am Anfang, ne, werden immer stärker schauen, dass sie in mehr Generationshaushalten wieder Fuß fassen und sich dort organisieren. Erstens werden wir mehr Generationen Familien haben, weil die Alten oder die Älteren sich ja jünger tatsächlich fühlen, als sie sind, und die fragen sich im Alter einfach, was ist meine Sinnerwartung in den nächsten Jahren, und die wird da auch darin bestehen, dass ich mich um meine Kinder kümmere, die in der Rush-Hour des Lebens sind und wenig Zeit haben, dass ich mich aber auch um meine Enkel kümmere, die ganz starke Bedürfnisse haben, und die Eltern haben oft nicht die Zeit, und deswegen gibt es auch Angebote immer häufiger von Tourismusanbietern, Opa, Kind, Opa, Enkel Urlaub. Ne? Und wir werden sehen, auch diese Grafik ist nicht nur auf Europa bezogen, sondern auch auf Nordamerika. Wir werden sehen, dass wir in den nächsten Jahren immer stärker Familien erleben, die sich in Mehrgenerationshaushalten organisieren wollen. Der eigentliche Grund dafür ist natürlich auch, wir wissen alle, wir wissen nicht, was wir bei der Rente rausbekommen. Wir wissen nicht, ob unser Gesundheitssystem in den nächsten 20 Jahren auch noch durchhält. Und auch das ist ein Grund dafür zu sagen, dann ziehe ich mich auf meine Familie, auf meine Herkunftsfamilie zurück und versuche so in den nächsten Jahren eine gute Zeit zu haben. Also die Emerging Adults und die ganz Alten werden dann tatsächlich in Familienbünden stärker zusammenleben. Und da,
müssen wir uns darauf konzentrieren. Wir haben das auch dem Familienministerium in Deutschland vorgestellt. Die haben ja vor Jahren immer den neuen Mann mit Windelvolontariaten und so weiter und so fort ausgerufen. Das ist alles ganz schön, aber wir haben denen tatsächlich gesagt, kümmert euch eher darum, dass diese neuen Familienformen in den nächsten Jahren tatsächlich wichtig werden. Familie heißt ja für viele Leute heute, Familie ist das, wo ich sozusagen ungefragt an den Kühlschrank gehen kann. Und das ist auch ein relativ pragmatisches Verständnis von Familie. Aber es wird so sein und wir werden diese neuen Familienformen haben. Und das ist ein Trend und darauf müssen wir uns sozusagen tatsächlich in den nächsten Jahren einstellen. Was wir versucht haben, den neuen Mann auszurufen, war irgendwie auch so ein bisschen erbärmlich. Also die Familienministerin hat gesagt, der neue Mann ist da, ich habe ihn gesehen und man kann ihn erkennen. Und der Soziologe, also die Männer haben damals immer so auf die Frage geantwortet, möchtest du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen? Da habe ich gesagt, ja, also wenn sie mich interviewen und ich weiß ja genau, was Interviewer und ich antworte politisch korrekt und sage, ja, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Da hat Ulrich Beck, der Soziologe, dazu gesagt, die deutschen Männer sind verbal aufgeschlossen bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Die reden gerne darüber und reden gerne über Veränderung, wollen das aber eigentlich nicht machen. Und dieser demografische Wandel, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, das ist doch ein ganz typisches Beispiel dafür, wie man Grenzen überschreitet, wie Grenzen in den nächsten Jahren verwischen werden. Die Leute, die heute jenseits der 55 sind, die können sie nicht mehr mit den gleichen Produkten erreichen, wie sie das vor 20 Jahren gemacht haben, weil die haben demografischen Wandel erlebt und die haben völlig andere Bedürfnisse. Und diese Familien, über die wir reden, die haben auch komplett andere Bedürfnisse. Na, das, so wird das Familienleben im 21. Jahrhundert bunter, irritierender, Grenzen werden verschoben. Wir werden sehen, dass auch die Soccer-Moms, die ihre Kinder, die halbtags arbeiten, ihre Kinder dann zum Sport fahren. Da haben irgendwann Automobilhersteller festgestellt, aha, die kaufen gar nicht mehr so unsere Vans. Weswegen? Ja, weil dieses Lebensmodell auch tatsächlich nicht mehr interessiert. Wir erleben sowas wie Kuruma, Banare. Immer mehr Leute sagen, Mobilität, Automobilität hat für uns nicht diesen Statuscharakter, wie das früher einmal war. Das sagen nicht nur junge Leute, das sagen mittlerweile auch die Älteren. Auch da werden wir ganz stark neue Lebensstile in den nächsten Jahren erleben. Und auch diese Frauen zwischen 55 und 80 zum ersten Mal, zumindest in der westlichen Welt, dabei tatsächlich eigenes Einkommen, eigene Ausbildung, stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Und wir haben festgestellt, das Statistische Bundesamt erklärt uns, die Scheidungsraten der Frauen und der Menschen jenseits der 55 sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Frauen sozusagen ihren eigenen Weg gehen. Und diese Frauen im demografischen Wandel überlegen sich sehr genau, ob sie die nächsten 25 gesunden Jahre mit dem Typen da hinten im Jogginganzug auf der Couch verbringen oder ob sie noch mal was anderes machen wollen. Also die sind flexibler und die wollen tatsächlich die nächsten Jahre, bis sie 80 sind, aktiv gestalten. Aber diese Frauen, das sehen Sie hier auch, sind hochinteressant, werden als Zielgruppe immer größer, aber sie werden von der Werbung nicht verstanden. Also in den nächsten Jahren bitte auch nach diesen Frauen jenseits der 55 schauen. Die Zahl der Spätgeschiedenen, ich habe es jetzt erwähnt, nimmt immer mehr zu. Und das sind unsere großen Freunde. Mit denen haben wir angefangen zu forschen. Da haben wir geguckt, haben Korrespondenten in den USA den Auftrag gegeben, schaut doch mal, wer das meiste Geld in den USA für Surfboards ausgibt. Ist ja auch klassischer Jugendsport, Kultmarketing macht man da und so fort. Denkt man immer als Marketingmensch. Und wir haben festgestellt, das meiste Geld für Surfboards in den USA geben nicht die aus, die Greyhopper, sondern es geben die Männer jenseits der 40 aus, weil die sich wie 30 fühlen. Aber auch die, die Sie hier sehen, mit denen haben wir viel Spaß gehabt. Das sind Leute jenseits der 60, die sagen, es ist mir egal, wann ich offiziell in Rente gehe. Ich fühle mich noch so jung, ich fühle mich noch so fit. Ich möchte noch mal was ganz anderes machen. Schauen Sie sich die Zahlen des Berlin-Marathons an. Finnischer Männer jenseits der 60, die Zahlen gehen immer weiter nach oben. Das ist demografischer Wandel. Demografischer Wandel ergreift, weil er ein Megatrend ist, die ganze Welt ergreift alle Altersgruppen. Klassen. Und deswegen müssen wir uns auch mit demografischem Wandel in den nächsten Jahren intensiver beschäftigen. Für uns heißt das ganz einfach, und das ist die Botschaft, die ich Ihnen auch zum Schluss mitgeben möchte, Stages, not Ages. Nicht auf das klassische Alter gucken, darüber gibt es keine Aufschlüsse mehr. Wo die Menschen sich aktuell aufhalten, in welchen Lebensphasen sie sich aufhalten. Lebensphasen, Marketing wird die Zukunft sein. Wenn ich geschieden wäre, habe ich von heute auf morgen völlig andere Bedürfnisse. Lebensphasen der Menschen verstehen und nicht so direkt und nur auf das Alter gucken. Das ist der Trend, der in den nächsten Jahren gerade im Bereich
Marketing wichtig wird. Und der wird in den nächsten Jahren aber auch ganz stark unsere Welt und nicht nur unsere Konsumwelt tatsächlich verändern. Vielen Dank.